neue Bremsscheiben, neue Belege. Nochmal, ein Jahr, 8 Monate. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Cupra Formentor. Und wenn du dir dieses Auto neu kaufen oder als Gebrauchtwagen holen möchtest, dann solltest du dieses Video auf jeden Fall anschauen, denn ich möchte dir davon berichten, was ich die letzten 2,5 Jahre erlebt habe mit diesem Fahrzeug und vor allem auch mit dem Service von Cupra. Viel Spaß dabei! Ja, wir haben den Wagen nämlich im Oktober 2020 geleast und etwa 12.000 Kilometer später hatten wir die ersten Probleme mit der Brembo-Bremse. Die war vorinstalliert, vorkonfiguriert. Man hat uns nicht gesagt, dass die bei vorherigen Fahrzeugen auch schon viele Probleme gemacht hat. Deswegen habe ich mir da keinen Kopf gemacht. Ich habe in früheren Fahrzeugen schon mal Brembo gefahren, war alles in Ordnung. Also habe ich gedacht, gut, ist ja eine tolle Bremse, was soll schon passieren? Hahaha. Und kurze Zeit später hatten wir dann die ersten Themen quietschen. Wenn du das Lenkrad eingeschlagen hast, hat das geschliffen, du hast richtig gemerkt, da kratzt irgendwie was. Und wenn du auf der Autobahn längere Kilometer gefahren bist, so 300, 400, 500 Kilometer am Stück, dann musstest du irgendwann mal rechts ranfahren, weil das so laut wurde mit dem Quietschen, dass es einfach unbequem war, dass du Sicherheitsbedenken hattest und dass wir natürlich auch wussten, okay, in dem Moment brauchen wir auch einen Ticken mehr Benzin, weil klar, wenn da dauernd irgendwas am Schleifen ist, das kann ja irgendwie nicht normal sein. Ja, und als wir im September 2021, also knapp ein Jahr später in Österreich im Urlaub waren und dann die ganzen Bergstraßen gefahren sind, die Serpentinen, und da war es dann so krass, dass das Lenkrad, das ist, also ich habe gedacht, die Karre fällt auseinander. Und weil wir dann massive Sicherheitsbedenken hatten, weil wir auch gedacht haben, okay, so können wir auf gar keinen Fall wieder nach Hause fahren, sind wir direkt am nächsten Tag in die nächstgelegene Seat-Werkstatt gefahren. 20.600 Kilometer bin ich jetzt mit meinem Cupra Formentor gefahren und wir sind gerade auf dem Weg, zum Rückweg von Deutschland nach Spanien, fahren über Italien zurück. Und ja, was ist passiert? In Österreich hat mich die Brembo-Bremsanlage im Stich gelassen. Mit dem Ergebnis liegt alles im Toleranzbereich. So, weil ich dem Braten aber nicht getraut habe, musste ich im Übrigen auch noch selber zahlen, die Party, bin ich am nächsten Tag nochmal in eine andere Werkstatt gefahren, auch bei Cupra, Seat. Und die haben Ähnliches berichtet. Auch die haben gesagt, ja, das kommt mal vor bei den Sportbremsen und so, die werden mal ein bisschen warm und dann quietschen die auch mal ein bisschen. Und dann habe ich zu denen gesagt, ganz ehrlich, das Ding quietscht und ruckelt, als würde die Karre direkt auseinanderfallen. So, long story short, ich war die letzten 1,5 Jahre, fast 2 Jahre, so oft in der Werkstatt. Nicht nur wegen den Bremsen, auch wegen der Elektronik, fange ich jetzt nicht schon wieder damit an. Aber die Bremsen, das war das, was mich wirklich massiv gestört hat, weil es halt ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist. Also das sollte dir klar sein, wenn du diese Bremsanlage noch montiert hast oder einen Gebrauchtwagen kaufst, der noch die alte Version, es gibt nämlich eine neue, zeige ich dir gleich, noch montiert hat, dann könnte dir das Gleiche blühen. Irgendwann ist mir der Kragen geplatzt und dann habe ich gesagt, also entweder gebe ich es jetzt dem Anwalt, habe ich eh schon viel zu lange gewartet gehabt, oder aber, weil ich YouTube, den Algorithmus verstehe, mache ich ein YouTube-Video und das habe ich Cupra auch angekündigt. Und siehe da, das Video, was ich dir gerade verlinkt habe, 3 Gründe, warum ich den Cupra Formentor nicht empfehle, ist das meistgespielte Video über den Cupra auf YouTube. Also, das muss alles nicht sein, es ist aber so weit gekommen und irgendwann ist es eskaliert und ein Jahr und 8 Monate später, ich muss nochmal wiederholen, hat sich Cupra dann aufgrund meines Videos und nur aufgrund des Videos bei mir gemeldet und gesagt, hey, vielleicht können wir ja doch was machen, lassen Sie mal schauen und so weiter. Und dann stand ich im Kontakt, da haben sie erst eine Wandlung angeboten. Möchten Sie den Wagen zurückgeben? Habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall möchte ich den zurückgeben. Und dann sollte ich noch einmal in die Werkstatt fahren, bevor ich ihn abgebe, weil ich gerade in Spanien bin und dann gesagt habe, ich fahre die Strecke mit der Bremse, so wie sie jetzt ist, nicht zurück. Das mache ich nicht, ich weigere mich, weil ich einfach Sicherheitsbedenken hatte. Dann haben sie gesagt, gut, wir prüfen die Bremsanlage noch einmal, ob das wirklich so ist, dass sie damit fahren können. Und ich habe den Wagen freitags hingebracht, montags abgeholt und siehe da, neue Bremsscheiben, neue Belege. Nochmal, 1 Jahr, 8 Monate. So, wie du siehst, neue Belege und Scheiben, wobei die Belege siehst du jetzt nicht, aber du siehst, dass die Scheibe neu ist. Und was jetzt auch neu ist, was bisher nicht war, deswegen, wir vergleichen gleich mal die alte Scheibe. Ich habe natürlich vorher ein Video gemacht, bevor ich ihn in die Werkstatt gebracht habe. Da waren wir nämlich in einer unabhängigen anderen Werkstatt und haben uns da auch nochmal informiert über den Zustand. Und was jetzt neu ist, das siehst du hier hinten, ich hoffe, man kann das auf dem Bild gut erkennen. Hier ist jetzt so ein Kranz, so ein Belüftungskranz montiert. Der war vorher nicht da.
So, das ist die Bremsscheibe und die Beläge, die sehen jetzt natürlich dementsprechend schon aus. Und das hier ist die Seite, wo auch das Quietschen herkommt. Zwischendurch hatte man ja die Bolzen schon mal getauscht, dadurch ist dann die Vibration weg gewesen. Auf jeden Fall ist jetzt hier nachgebessert worden, deswegen, wenn du dir das Auto holst, dann achte darauf, dass das auf jeden Fall, wenn du die Brembo-Bremsanlage hast, montiert ist. Ansonsten hast du noch eine alte Version davon und dann kann es sehr gut sein, dass du die gleichen Probleme hast wie wir. Das ist ein tolles Auto, wenn alles funktioniert, wenn du keine Probleme damit hast. Viel Spaß dabei, freu dich daran, dass du mit dem Wagen Freude hast, dass du Fahrspaß hast, alles wunderbar. Aber wenn du ein Thema hast, dann kann ich einfach Cupra nur eine glatte 6 erteilen für den schlechten Service, den sie da haben, dass sie den Kunden völlig allein stehen lassen und erst aufgrund eines Videos reagieren. Was machen denn alle die anderen, die kein Video machen können oder die ein Video machen und der Algorithmus das nicht ausspielt, weil sie YouTube nicht kennen? Was machen die denn? Ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie vor allem die Rückgabe dieses Fahrzeuges auch abläuft. Deswegen abonniere den Kanal und bis dahin werde ich dich immer wieder mit Neuigkeiten versorgen, die es zu diesem Fahrzeug gibt. Also bis bald und allzeit gute Fahrt.